Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir kam spontan die Idee, ich könnte mal ein Video reißen. Es ist 20 Uhr, irgendwie komme ich dann immer auf die Idee, ein Video zu drehen, wenn ich eigentlich die Kinder ins Bett bringen muss. Nein, ein Stündchen haben wir noch und ich habe so ein bisschen deklattert wieder selber. Ich habe einfach gemerkt, ja, die nutze ich tatsächlich nicht. Und ich wollte noch mal gucken, ob ich sie tatsächlich ausmiste. Wisst ihr, was ich meine? So, ich zeige euch einfach bei Sachen und ich sage euch auch, warum ich sie ausmiste. Ich denke, das ist immer ganz gut. Ihr wisst, ich habe sehr viele Paletten. Es ist auch meine Leidenschaft auf Paletten. Foundation habe ich gesagt. Eigentlich war ich so ein Sammler von allem. Aber Blush habe ich gemerkt, brauche ich nicht so viel. Habe ich sehr, sehr viel geklattert. Ist trotzdem noch alles voll. Aber wir wollen anfangen mit einem, mit der Basis. Und zwar habe ich derzeitig zwei Foundations geklattert. Die eine, weil sie mir einfach für den Winter zu dunkel sein wird. Sie ist toll für trockene Haut. Ich finde, sie ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Und die andere war mir irgendwie zu wässrig. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich daran so... ich trage jetzt eine Hälfte damit auf und eine Hälfte damit... Oh, das war jetzt, glaube ich, zu viel. Also die BH Cosmetics ist in der 205 Fair Golden. Und ich fand aber irgendwie das Pröbchen besser als die Foundation selber. Also ihr werdet anhand der Foundation natürlich sehen, dass sie recht hell ist. Aber das ist jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern irgendwie saß sie auf meiner Haut ganz, ganz übel. Mir hat es gar nicht gefallen. Sie war eher so... Ja, sie hat halt einfach alles betont. Das Pröbchen dagegen war echt fantastisch. Ich weiß nicht, ob das an dieser hellen Farbe liegt, aber ich kann es einfach nicht gebrauchen, wenn Foundation auf der Haut einfach liegt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann nichts. Ja, ich habe jetzt einfach zu viel. Ich benutze das hier so ein bisschen, um das ein bisschen auszugleichen. Mit der Maybelline. Die Maybelline, zeige ich euch, ist auch relativ flüssig, was mir eigentlich an Foundations gut gefällt. Und da seht ihr auch gleich den Farbunterschied. Na, die ist viel zu dunkel für den Winter. Im Sommer brauche ich gar nicht so was Reichhaltiges. Da bin ich froh, wenn ich entweder nichts drauf trage oder halt eben etwas, was nicht so... Also sozusagen zweite Chance. Kann sie im Sommer nicht so eine Reichhalt. Also sie ist sehr, sehr wie eine Gesichtscreme, kann man sagen. Deswegen ist mir das zu viel. Dann schwitze ich noch mehr. Ich brauche etwas, was mich dann ein bisschen matt hält. Stimmt, weil im Sommer machst du ja gar nicht geschminkt. Eigentlich nicht. Wenn es so heiß ist. Ja. Eigentlich mag ich schon im Sommer geschminkt sein, wenn mir nicht die Brühe runterlaufen würde. So, sie lässt sich eigentlich auch relativ gut verteilen und auch gut auftragen. Das Problem ist, ich kann einfach die Maybelline im Winter nicht tragen, weil es einfach die 125 ist, dann fliegt die raus. Und die hier hat mir irgendwie nicht so richtig gefallen. Aber jetzt, wo ich sie ein bisschen zusammen gemischt habe, finde ich sie eigentlich gut. Ja, also die Liquid, die werde ich nochmal austesten. Vielleicht werde ich sie in ein Projekt reinstecken. Sie ist ja nicht schlecht und ich habe eine Foundation, die relativ... anstrengend ist, weil sie so dunkel ist und so dunkel nachwirkt. Also die für den Sommer, nein, die Farbe würde perfekt für den Sommer passen, aber ist mir so reichhaltig. Puder habe ich, glaube ich, nicht. Weil die kann ich immer wieder benutzen. Ich benutze jetzt einfach mal ein Puder, was immer im Projekt ist. So kommen wir auch dazu, es aufzubrauchen. Nicht wahr? Wir wollen doch hier nicht geizen, mit den Produkten aufzubrauchen. Für die Augenbrauen habe ich tatsächlich auch was, was mir überhaupt gar nicht gefällt. Oh mein Gott. Dann muss ich ja schon wieder meine Augenbrauen machen. Oh mein Gott. Der Pinsel von Essence ist echt ein toller, wenn man so Mineralpuder aufträgt. Ich habe noch nie, glaube ich, mal Mineralpuder aufgetragen. Aber der ist gut, schön fest. Man kann richtig schön einarbeiten. Was ich manchmal echt mag, wenn ich länger matt haben möchte und so richtig in die Haut, ne, dass es verschmilzt, finde ich schon eine gute Eigenschaft. Dann zu den Augenbrauen. Oh mein Augenbrauen, oh mein Gott. Das hier von Essence. Ich hätte mich fast erschossen, als ich es benutzt habe. Ich hole euch näher dran, hoch. Hier ein bisschen managen. Dann, das ist der Brow Marker von Essence, semi-permanent.
ich habe das letzte Mal drauf gemacht und es hat mir gar nicht gefallen. Das ist eigentlich theoretisch wie so ein Marker für irgendwelchen Textnotizen, die man sich macht. Ich zeige euch, warum es mir nicht so gefällt. Seht ihr das? Also es ist richtig rot. Und das ist die Farbnuance. Blond. Also eine Blondine, die so einen Rotstich hat. Und bei der zweiten Augenbrauen wird das schon wieder nichts. Oh mein Gott. Jenny, bitte ohne Kommentare. Ja? Okay. Bei der zweiten Augenbrauen malt er nicht, der fliegt jetzt auch raus. Also das ist für mich echt ein Flop. Sowas werde ich auch nicht kaufen in Zukunft. Was ich davon habe, ist weniger Härchen. Das fliegt in die Flop-Kiste. Ich werde das noch aufbrauchen. Ich werde jetzt immer wieder so Flop sammeln. Sachen, die ich nicht mehr nachkaufen werde, weil ich einfach merke, ich benutze es doch eh dann. Okay, unsere Visage. Dann habe ich hier einen Bronzer, der mir persönlich irgendwie zu rotstichig ist. Das sieht so aus, dieses Stück. Das ist von Catrice. Das ist in der 020 Deep Bronze. Vielleicht ist es auch einfach diese Farbe. Ich weiß es nicht. Es sieht eigentlich schön aus. Aber irgendwie, ich komme nicht so damit richtig zurecht. Also, ich fand das letztes Mal sehr intensiv, was ich da gemacht habe. Und es hat mir einfach nicht gefallen. Dieser Unterton, den es erzeugt, ja, wenn dann noch die Foundation nachdunkelt, ja, dann gute Nacht. Ich hoffe, ihr seht das, wobei das mit den Augenbrauen jetzt gar nicht mal so kritisch ist. Nur würde mich das, ja okay, die ist sehr, sehr rot. Die hier dunkelt ein bisschen nach, aber es ist irgendwie doch nicht so richtig ausgefüllt. Ah, mein Bronzer, ja. Also hier an der Schläfe kann man ganz gut erkennen, diesen warmen Unterton, der das Produkt macht, gefällt mir nicht so. Werde ich aber meine italienischen Freundin abdrücken. Ich glaube, die hat das auch. Die benutzt das gerne. Weil sie auch so einen Olivstich hat und dann neutralisiert es irgendwie. Keine Ahnung. Ja, das ist schon mal eins. Dann habe ich so Luminous Tropfen. Eigentlich ist das für mich immer der reinste Horror, sowas zu benutzen, weil es einfach nicht richtig funktioniert. Diese Pipetten von Catrice und Essence, ich finde sie dermaßen schlecht. Also wirklich dermaßen schlecht. Es gibt nichts für mich Schlechteres als diese Pipetten. Die Farbe ist ganz schön. Ich werde es euch mal zeigen. Die kann man natürlich auch in die Foundation mischen. Ich finde das wirklich angenehm. Vielleicht werde ich diese Tropfen auch behalten und werde das genau so nutzen. Und dann einfach bam in your face nochmal Highlighter drüber. Das verblendet sich auch ganz gut. Ich hoffe, ihr seht, dass mein Auge macht mir halt einfach Schwierigkeiten. Da kommt halt nichts hin. Das dreht sich von alleine weg. Ich hoffe, morgen wird das wieder. Sonst kann ich mich vergessen, morgen zu schminken. Ist einfach so. Wirklich von der Farbe ganz, ganz toll. Und es reißt die Foundation nicht auf. Es macht wirklich ein tolles Hautbild. Obwohl ich mit Puder und Bronzer schon gearbeitet habe. Aber diese Pipetten machen mich einfach irre. Ich werde es trotzdem behalten. Weil wer möchte so ein halbes Tübchen, ne? Von daher, ja. Vielleicht geht es irgendwann mal in ein Trash-Paket. Aber so an sich echt schön, also schönen Glow. Dann habe ich drei Blushes und zwei Nagellacke. Ich zeige euch erstmal die Nagellacke, weil die trage ich heute nicht auf. Einmal ist es von MAC. Das ist von Avon Gel Chanel Enamel, keine Ahnung, 10 ml. Echt eine schöne Verpackung, aber die Farbe ist für mich nix. Ich habe schon, glaube ich, im Video gesagt, dass die wahrscheinlich nichts für mich sein wird. Und so ist es auch tatsächlich. Ich habe sie nicht ausgetestet, aber ich möchte dieses Schlammzeug nicht auf meinen Nägel haben. Ihr werdet mich seltenst mit Schlamm sehen. Ich bin nicht so der Schlammtyp. Aber ich kann meine italienische Freundin fragen, ob sie diese Farbe mag. Dann reiche ich das einfach weiter oder es kommt einfach ein Trash weiter. Also wegschmeißen werde ich es jetzt nicht, um Gottes Willen. Aber das ist etwas, was ich weiß, dass ich sowas
selten, also auch bei Nude ist es bei mir sehr, sehr schwierig. Und dann habe ich noch ein Nagellack. Das ist ein Rock'n'Metal. Da weiß ich nicht, ob ich den austesten soll, einfach mal. Keine Ahnung. Ich denke, dass der trotzdem... Ich weiß es nicht. Silber habe ich eigentlich nichts. Doch. Ich gebe den weiter. Und dann habe ich noch einen Lidschatten, den ich euch zeigen möchte. Den möchte ich meiner Mama geben. Sie fand, ich finde die toll, diese Lidschatten, wirklich. Aber ich möchte, meine Mama hat sehr, sehr schöne grüne Augen. Und ich möchte, dass sie wenigstens einen Monolidschatten hat, wo sie immer daran erinnert wird, dass sie sich doch schminken soll. Und das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich hoffe, ihr seht das. Steht da überhaupt die Farbe drauf? Ja, 80. Mon Glamour. Wirklich toll, toller Lidschatten. Ich hoffe, ihr seht das, wie schön der Song schiert. Und ich möchte es Mama einfach gönnen, dass sie ihren ersten Fingerdetscher reinmacht, um es zu testen. Ich habe so viele Monos deklattert. Ich habe wirklich nicht mehr viele Monos. Ihr werdet jetzt auch gleich ein paar sehen noch, die ich jetzt noch schlussendlich doch aussortiert habe, weil ich sie einfach nicht benutzen werde. Schlussendlich deklatter ich auch diese zwei Blushes, weil ich nutze sie nicht. Bei denen war ich mir echt unsicher. Es sind schon Produkte, bei denen ich mir auch unsicher bin. Ich benutze den von Real Techniques. Und am besten nimmt man einen Pinsel, der nicht eingestaubt ist. Sonst sind nämlich die ganzen Fusseln da drin. Ja, das ist so eine komische, wabbelige Textur. Ich hoffe, ihr seht das. Wir testen es jetzt einfach mal aus. Ob das was wird oder... Wir hätten es einfach lieber sein lassen sollen. Ziemlich intensiv. Holla die Waldfee. Habe ich mal so gar nicht mitgerechnet. Gefällt mir aber auf meiner Haut überhaupt nicht. Das hat so eine, ja, so eine schleimige Textur. Wenn ich das nämlich swatche, ich hoffe, ihr seht das, und dann verblende, dann rutscht das eigentlich. Eigentlich ist es auf Silikonbasis. Und deswegen funktioniert das nicht so gut. Aber wenn man es dann eintupft. Ich mache jetzt mal die andere Seite. Das war jetzt übrigens Dream Matte Blush. Ich finde nicht, dass er matt irgendwie... Also, er schimmert nicht, aber er ist auch nicht wirklich matt, denn ist, ich zeige euch es am Schluss. Ich möchte jetzt nicht mit verdätschtem Gesicht rumlaufen, aber wenn ich da mit meinem Finger dran gehe, dann verschmiert er. Das war die Farbe 010 Flirty Pink. Mag ich gar nicht. So sieht das Typchen aus. Ist einfach nicht meins. Wird aussortiert. Dann habe ich noch Dream Matte Blush, auch in der Farbe Burgundy Flush 80. Auch eine relativ tolle Farbe für den Winter, was ich mir deswegen auch zurückgelegt hatte. Aber ob ich im Winter wirklich da mich quälen will, meinen Blush aufzutragen, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich froh, wenn der Sommer wieder rum ist. Nicht, weil ich ihn nicht mag, sondern einfach, weil man sich einfach, ja, man overblusht sich nicht so. Vielleicht seht ihr das, dass es jetzt reißt, ja. Es reißt einfach meine Foundation auf. Und wenn ich das verblende, ne, so in kreisenden Bewegungen, setzt sich das Produkt in meine Poren. Ich sehe furchtbar overblushed aus und das kriegt man dann auch nicht weg. Und ich hätte weniger nehmen können, aber dann wäre es wieder fleckig geworden. Ach, das sind Produkte, die brauche ich nicht. Die zwei, ein genau. Blush von Catrice, der einfach farbtechnisch nicht so meins ist. Ich dachte, ich brauche sowas Burgundiges. Danke, Schatzi. Aber ich bin eher so eine Peach-Tante oder ich habe auch sowas noch, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich finde das nicht. Dann ein Highlighter von Reval de Loup, den hat mir auch, glaube ich, die liebe Jennifer Schlossert geschickt. Bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Ich trage den jetzt mal mit euch zusammen auf. Ist da relativ eisig und rosastichig und das ist genau das, was ich nicht so mag. Ich hoffe, ihr kennt das. Das ist so kühl und dieses bläuliche. Also eigentlich... Mir gefällt es persönlich nicht so. Deswegen darf der Moon Dust Highlighter von Reval de Loup gehen. So,
Habe ich noch irgendeinen Highlighter? Ja, hier ist noch eine Palette. Wunderschön, wirklich wunderschön. Da habe ich auch lange überlebt. Überlebt habe ich schon, dass ich sie jetzt geklettert habe, weil ich einfach echt viele habe. Und seien wir mal ehrlich, man braucht keine 20. Ich finde sie wunderschön, wirklich schweren Herzens abzugeben. Aber ich habe jetzt wesentlich bessere Highlighter und wesentlich... ich habe im Endeffekt gemerkt, ich brauche keine so Palette. Mir reicht das, wenn ich einen Blush habe, einen Bronzer und einen Highlighter. Da bin ich schon happy des Todes. Ja, wir benutzen jetzt den unteren Highlighter, um euch das einfach mal zu zeigen, wie kräftig der ist. Ne? Der ist wirklich intensiv und wunderschön. Halleluja. Diese Videos sind auch wirklich schwer. Wenn man die Produkte wieder benutzt, dann würde man sie wieder an hinten auf Seite packen. Aber dafür ist es ja da. Geht trotzdem wunderschön. Also bei Instagram im Account bei mir zu finden. Demnächst, und wenn nicht, wenn ihr noch Interesse habt, könnt ihr mir trotzdem bei Instagram anschreiben. Natürlich gefällt mir dieses Champagnergold besser als lila kühl. Ne? Ich bin nicht so lila kühl. Dann habe ich noch eine Blush-Palette, die ich aussortieren werde. Genau, die ist nämlich Glamour Blush Tint Color Eyeshadow-Palette von BH Cosmetics. Cool, wirklich eine coole Auswahl, weil man da eigentlich wirklich einiges machen kann. Wenn man die hat, ist man echt to go. Also da hat man wirklich jede Farbe so mit drin. Aber ich nutze sie nicht, weil ich nicht sehe, was da für ein Produkt drin ist. Deswegen darf sie mich auch verlassen. Und ich mag da jetzt auch nicht so drüber. Ne? Dann, okay, die darf auch gehen. Die ist echt schön. Aber die ist auch mega pigmentiert. Ich kann mal meinen Finger nochmal reindetschen. Ich habe ja eh schon fast überall reingedetscht. Fast. Also, wenn ihr Farbe wollt, hello. Ihr könnt das natürlich auch als Eyeshadow nehmen. Aber... ich habe genug, glaube ich, Eyeshadow. Ich brauche jetzt nichts mehr Zweck zu entfremden. Nein, brauchst du auch nicht. Oh. Oh. Die Farben sind schön. Ja, die sind auf jeden Fall schön. Ich brauche ein feuchtes Tuch. Dann. Meine Damen und Herren. Ich wollte euch noch eine Mascara... ich habe sie schon losgeschickt. Wollte ich sagen, und zwar habe ich sie meiner Tante oder meiner Mutter geschickt, die braune Mascara von Alverde. Also was ich mir auch nicht mehr kaufen werde, sind auf jeden Fall Alverde-Produkte. Sie gehen, es müsste mich so umhauen, dass ich sage, ja, auf jeden Fall brauche ich das. Und ich brauche das aber nicht. Also Alverde ist etwas okay, wenn ich ein Öko-Tintchen wäre, bin ich nicht. Ich bin keine, und ich werde es auch niemals sein, denke ich. Ja, jetzt lassen wir uns mal das Puder mal kurz setzen und fangen gleich mit den Lidschattenpaletten an. Die Lidschattenpalette, die ich heute nochmal austesten möchte, ist die Nabla. Die anderen sind eigentlich so gut wie, ja, aussortiert. Die Nabla Soul Blooming Palette. Und zwar sieht das gute Schätzchen so aus. Was mich hier echt beeindruckt, sind eigentlich diese matten Töne und die schimmernden. Ich würde nicht sagen, diese Grobglitzer-Struktur, die ist schwierig. Ich weiß nicht, wie man das gescheit auftragen soll, außer mit dem Finger. Oder ob das so ein Topper ist, weil, ja, okay, man kann so ein bisschen rumtoppen. Ja, ich denke schon, dass ich sie, am liebsten würde ich sie natürlich jemand anderes weiterverkaufen, weil ich sie einfach nicht nutze, weil ich 10.000 andere Paletten habe. Aber diese in der Mitte und dieses Blau, das, also dieses Lila, das ist einfach einzigartig. Ne? Dieses dunkle Violett und oh, das macht mich einfach an. Ich habe die Palette viermal benutzt und habe sie dann aussortiert. Und ja, es kommt schon vor, man kauft sich was, natürlich kauft man das und probiert das auch gerne aus. Aber es gibt auch Sachen, wo man denkt, ah, jetzt habe ich diese und die sieht eigentlich ähnlich aus oder vom Effekt so. Also die werden wir gleich definitiv auftragen. Jetzt möchte ich euch noch ein paar andere zeigen, die ich außerdem noch deklettert habe. Ja, ich bin halt Overblush des Todes und Overhighlighted. Welche Seite gefällt euch denn? Die rechte oder die linke? Ich habe so meine Schwächen.
Zum einen sortiere ich die Cartier-Palette von Rose All Day aus. Das ist dieses gute Stück. Da ist auch nochmal ausnahmsweise mal die Schutzhülle dran. Ja, was soll ich sagen? Eine wunderschöne Palette, wo ich, glaube ich, 2, 3 Looks mit geschminkt habe. 3 vielleicht. Das war so ein Kaufrausch, muss ich sagen. Die Farben sind nicht schlecht. Also ich zeige euch mal die Farben. Halleluja. Aber ich habe sie jetzt. Ich habe sie jetzt in jede bunte Palette. So ein Pink und so ein und die normalen Brauntöne, die habe ich auch. Und der Rest, ja, sind auch in anderen Paletten. Also war jetzt nicht so der Kauf, der wirklich hätte nötig sein sollen. Also auch diese ist bei Instagram dann zu finden, wenn ich es nicht verplane, reinzumachen. Ja, die packen wir mal dahin. Dann packe ich auch gleich wieder da rein. Dann habe ich auch eine Smashbox Full Exposure Palette, die ich einfach nicht so gut finde wie die kleine. Also ich muss sagen, das Travel Kit mit so einer Kreditkartenform finde ich wesentlich besser. Schaut mal, ich habe sie 1, 2 Mal genutzt und dann habe ich einfach gemerkt, die sind gar nicht so gut, wie sie scheinen irgendwie. Also irgendwie finde ich die kleine einfach besser und deswegen darf die mich jetzt einfach verlassen. Ich weiß es nicht, geswatcht sehen oftmals die Farben wirklich toll aus, aber... Ja, okay, ich kann euch jetzt keine schlechte Farbe zeigen irgendwie. Was sehr ärgerlich ist, wenn man es als Flop sieht einfach. Für mich ist sie nichts. Aber ich denke, für eine Frau, die wenig im Alltag macht, zum Beispiel meine Mutter, könnte ich dir eigentlich auch geben. Ich überlege mal, ob ich es Mama weitergebe. Dann hat sie auch mal was Hochwertigeres. Aber sie ist lang noch nicht so gut wie die in der Kreditkartenform. Mochte ich jetzt nicht so. Deswegen darf die auch weiter. Also man weiß es nicht. Dann... Auch eine Palette, die weitergeht, weil ich einfach genug habe. Ich habe einfach genug. Es ist nicht eine schlechte Qualität. Um Gottes Willen, ich fand sie richtig, richtig gut. Für diesen kleinen Scheißerchen finde ich sie richtig gut. Mir fehlt hier auch ehrlich gesagt nur ein heller Ton. Mir fehlt in jeder Palette. Jeder beschwert sich, dass es ein heller Ton sein muss. Es muss kein matter, es könnte ein schimmernder sein. Weil im Endeffekt kann ich highlighten, ne? Ich brauche irgendwas im Innenwinkel. Die Farben sind assrein. Man kann wirklich richtig rumspielen damit. Aber ja, so einen holographischen Braun-Grün habe ich jetzt 47 Mal in irgendeiner Palette. Und den Dunkelgrün, der ist wunderschön, den habe ich sicherlich auch in irgendeiner anderen. Deswegen darf sie mich einfach verlassen. Sie ist toll von der Qualität und so wirklich. Ich liebe diese Qualität auch von BH Cosmetics für diesen kleinen Preis. Aber sie geht bei mir ein bisschen unter. Ihr wurdet jetzt 10 Mal gespiegelt. Ich zeige euch nochmal den goldenen. Also da kann man ganz gut sehen, wie gut sie eigentlich pigmentiert ist. So, eine Palette, wo ich unbedingt mal meine Hände sauber machen soll. Weil sie sehr anstrengend ist. So, anstrengend ist nämlich die Color Festival Palette, weil die Verpackung gummiert ist. Geiles Packaging, ohne Witz. Also wer hat bitte sich diese Sache ausgedacht? Hundertprozentig stehe ich hinter dieses Packaging. Hinter den Farben stehe ich immer noch nach wie vor. Sie sind immer noch gut. Ich finde sie keineswegs schlecht. Schaut mal. Schlecht ist nur diese Umverpackung. Oh, diese Farbe, ne? Alleine wegen dieser Farbe sollte ich sie behalten. Ich lege sie mal kurz weg, weil es echt anstrengend sein kann, sie sauber zu machen. Geil. Wirklich geil. Sie hat eine hochpigmentierte... Das sind Full Eyeshadows, ja? Das ist ein Pigment, ein gepresstes Pigment, würde ich sagen. Aber anstrengend ist es, weil ich irgendwie so nicht richtig mit der Farbkombination klarkomme. Sie ist relativ bunt. Die andere ist zwar bunt, aber ich habe trotzdem noch Alltagslooks hingekriegt, wie auch immer. Aber Alltagslooks. Die hier dagegen, ja, okay, würde ich auch noch Alltagslooks hinkriegen. Sie ist mir irgendwie vielleicht ein bisschen wirr. Oder es liegt vielleicht an der Verpackung, was so Neon ist. Und ich denke mir, ja... Okay, also bitte. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich stehe hinter dieser Palette immer noch. Nur, Halleluja, sag ich.
Nur ich nutze sie einfach zu wenig. Ich habe so viele bunte Paletten. Von irgendwas muss man sich auch trennen. Und das war halt irgendwie so ein Trennungsgrund. Die Verpackung ist wunderschön, aber ich heb bitte keine Sachen auf irgendeiner Verpackung. Nein, ich heb nicht mal die Verpackung von den Paletten auf. Die hat jetzt eine, weil ich mir... Ja, keine Ahnung, warum hat die eine? Weil es so ein Schieberle ist, was einfach geht, keine Ahnung, weil es so schnell eingesaut ist. Ich habe keine Ahnung, ich mache es auch schnell zurück. Also die steht auch bei Instagram. Ja. Muss halt mal gehen jetzt, ne? Dann noch eine, wo ich die Verpackung ein bisschen lästig finde. Das hatte ich, glaube ich, auch gesagt. Es ist zwar toll, man kann einen Spiegel mitnehmen. Oh mein Gott. Ich werfe mir die ganze Palette in die Handtasche und dann kann ich mir irgendwo im Nirgendwo mich angucken. Ja, genau. Wenn sie ein bisschen dünner wäre, würde ich sie vielleicht behalten, weil ich die Farben wirklich klasse finde. Also wie gesagt, die Qualität ist Hammer. Aber... Ich nutze sie nicht. Ich habe sie für die Videos genutzt, dann die Woche da drauf und dann lag sie in der Schublade und ja, wurde nicht genutzt. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt auch da die Pigmentierung, besser kann man es eigentlich nicht treffen, wenn die Pigmentierung so stimmt. Also die ist auch bei Instagram zu finden. Aber bei den Paletten bin ich mir einfach sicher, die brauche ich einfach nicht. Nur bei der Blooming, Soul Blooming oder wie heißt sie? Ja, Soul Blooming, war ich mir einfach noch nicht sicher. Dann habe ich noch eine Z-Palette mit sämtlichen Eyeshadows, die ich nicht brauche. So sieht die Z-Palette aus. Ich habe eine noch behalten und ich habe auch noch eine MAC-Palette mit sämtlichen Lidschatten, die ich auch nicht brauche. Also keine MAC-Palette, keine MAC-Lidschatten. Aber das sind P2, vielleicht hat da auch jemand mal Interesse und meldet sich. Also, wie gesagt, ist alles irgendwie zu haben. Okay, dann. Scheiße, ich muss, glaube ich, nochmal ein Video machen. So viele Produkte kann ich gar nicht euch zeigen in einem Video. Also, wie gesagt, das sind Produkte, die ich weiterreichen werde dann. Falls Interesse besteht. Und bei der Beach. Wenn ich jetzt so mir mein Hautbild angucke, muss ich sagen, der Highlighter ist natürlich zu dolle, weil einfach ja. Ich weiß es nicht. Das ist so flutschig. Ja. Ist nicht so meins. Dann trenne ich mich auch von diesen. Ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das damals geschenkt gekriegt. Ich finde das auch total putzig. Wirklich. Aber das ist sowas, was ich eigentlich im Leben nicht brauche. Und das lag jetzt die ganze Zeit oder stand erstmal auf meiner Kommode. Dann habe ich tatsächlich was reingemacht. Also so Wasser drüber gesprüht, weil ich es einfach süß fand. Aber ich merke einfach, das staubt bei mir einfach nur ein. Vielleicht mag da jemand sein Lieblingsparfüm reinmachen oder sonst was. Dann habe ich zwei Monolidschatten noch. Und zwar einmal von Kiko in der 21. Die sieht so aus. Knallerot kann man natürlich auch als Blush benutzen. Also ich finde die geil. Muss ich schon sagen, von der Pigmentierung. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich den loswerden will. Nee, den behalte ich noch. Das finde ich eine tolle Übergangsfarbe. Auch ein One-Shadow-Look kann ich mir super damit vorstellen. Also das bleibt. Das war im Eifer des Gefechts. Die bleibt auf jeden Fall. So. Einer reicht. Also zwei Monolidschatten, die ich dir glatt erreichen. Dann habe ich noch was Illuminierendes. Und zwar BH Cosmetics Illuminator bei Ashley Tisdale. Ich habe einfach gemerkt, der ist mir ein Ticken zu orange. Ich hoffe, ihr erkennt das. Der hat auch etwas gröbere Glitzerpartikel, die dann irgendwie so... Ich hoffe, ihr seht das. Natürlich ist das aber Maita nicht mehr. Also das darf mich jetzt auch mal verlassen. Ist die Farbnummer schlimmer. So. Und jetzt fangen wir auch an. Achso, ich habe noch zwei Paletten, die ich auf jeden Fall loswerde. Zum einen habe ich... Die finde ich richtig gut. Ich habe sie gerade geswatcht. Ein Ton. Ich habe nämlich ein paar Töne da geswatcht. Genau, um genau zu sein. Einen ausprobiert und einen geswatcht. Die hier. Und zwar ist das die Ultra Pro Glow. Die benutze ich jetzt auch mal. Hammer, wie kann bitte etwas so gut sein? Also ich finde sie richtig gut. Die geht aber auch, weil einfach zu viel.
Ich möchte nicht, dass die Sachen bei mir, ja, man hat sie gekauft, aber man sieht es dann doch irgendwie ein. Vielleicht hat ja jemand anderes Interesse, für wenig Geld auch was zu shoppen. Ich meine, es schadet ja niemanden. So, diese Palette hier, und zwar habe ich die große Pro Edition. Ich finde sie einen Ticken anders da. Mir fehlt tatsächlich dieser Ton hier, dieses Sky, das finde ich hammermäßig, dieses Blau. Aber ich gebe sie jetzt ab, weil ich einfach die die große Schwester habe. Und lieber behalte ich die große Schwester wie die kleine. Ist sinnvoller für mich dann. Obwohl sie viel, viel praktischer ist. Man hat einfach die Möglichkeit, ja, es zu verwenden. So. Ich hoffe, es hält alles so. Wir tragen uns den Primer mal auf. Wir fangen jetzt einfach an. Das sind alle deklatterten Produkte, die ich derzeitig immer mal wieder aussortiert habe. Und gebt mir mal Feedback, ob euch so ein Video gefällt oder ihr sagt, nee. Also mir reicht das eigentlich, wenn du die Klatter machst, ohne sie im Auftrag zu zeigen und oder zu erzählen, warum. Oder die Klatter doch einfach für dich und uns interessiert das nicht. Also bei den Augenbrauen, es ist ein bisschen besser geworden, muss ich schon sagen. Aber der Stift gefällt mir trotzdem nicht. Nee. Ein bisschen näher dran. Und jetzt fangen wir auch mal mit der Palette an, die mir ein bisschen so ein Sorgenkind ist, ob ich sie behalten möchte oder nicht. Die Blushes gehen weg, die Highlighter gehen beide weg, die Palette und das. Also alles geht weg, bis auf den einen Gigo-Lidschatten behalte ich doch noch. Und bei der bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher. Wunderschön ist sie natürlich. Also, wer das nicht schön findet, also von den Farben her. Ja, ich fange an mit dem beigen Ton hier und zette mal kurz. Das ist eigentlich ein leichtes Aprikot. Ich hoffe, mein Auge macht mir jetzt keine Probleme. Und auf der anderen Seite gehe ich in dieses Peach rein und trage mir das hier auf. Okay, das hätten wir schon mal. Dann möchte ich hier so einen softeren Look hinkriegen. Und zwar eher so erdig und eher so ein bisschen alltagstauglich. Und auf der anderen Seite kann es so ein bisschen, ja, eher so einen extravaganten Look, damit wir einfach gucken können, was die Farben können. Also die Palette war nicht schlecht, die Pigmentierung war echt gut. Aber irgendwie, ja, ich möchte auch ein Video machen. Vielleicht haltet ihr das für eine gute Idee oder ihr sagt eben, nee, kein Bock da drauf. Ich möchte ein Video machen, wo ich euch alle meine deklatterten Paletten und sonst was vorstelle. Denn ich habe so einiges und das sind 3 Kartons, glaube ich, oder sowas. Und vielleicht seht ihr das Video und ihr habt Interesse daran. Und könnt mich direkt bei Instagram dann anschreiben. Also man sieht, gut verblenden lässt sich das auf jeden Fall. Ich gehe nochmal in den hellen Ton rein und verblende nochmal so ein bisschen. Und dann trage ich mir dieses dunkle Braun mal so an. Ich mag Brauntöne. Ich mag auch kühle Brauntöne. Ich finde, da kommen auch diese grünen Augen eigentlich ganz gut raus. Ich hoffe, ihr seht das. Also ich finde dieses dunkle Braun wunderschön, vor allen Dingen mit diesem hellen Braun gemischt, muss ich schon sagen. Gut, auf die äußersten Winkel müssen wir jetzt nicht drauf achten, weil es dreht einfach. Da hat es einfach keinen Sinn. Es gefällt mir eigentlich schon so von der, na? Gefällt mir, Mensch. Mhm. Ja, aber das ist immer so ein bisschen, was ich merke hier, so, ja, wie soll man sagen, ich kann jetzt einfach dieses wunderschöne Lila nehmen. Also die Töne sind einfach unglaublich soft und unglaublich, also dieser Ton, der ist so schön, also der hat mich gleich angesprochen. Hat sofort Mama gesagt. Um das so ein bisschen zu verdunkeln, möchte ich natürlich in meinen Favoriten gehen, der von der Farbe her einfach so geil ist. Seht ihr das? Also,
von der Farbe her kann man ja wohl wirklich nicht anfangen zu meckern oder sich zu streiten oder irgendwie sowas. Sie sind gut. Also ich glaube, ich trenne mich noch nicht von ihr. So, dann, mein Sorgenkind ist eigentlich nur dieser Ton, der mich sehr, sehr nervt, weil er einfach nur rumkrümelt, weil ich nicht weiß, was für ein Pinsel. Wenn ihr die Palette habt, mit was für ein Pinsel trägt ihr bitte dieses krümelige Zeug da auf? Oder benutzt ihr da dann Finger? Also, ich weiß es nicht. Ich wollte auch einen Applikator, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ich trage es mal hier in Innenwinkel auf, weil... Ist das dann nur so ein Topper oder was ist das? Das ist doch viel zu krümelig, viel zu unübersichtlich. Aber der hier, der ist so, so schön. Also es gefällt mir wirklich gut. Ich benutze nochmal, was hatte ich denn in die Lidfalte gegeben? Genau, dieses Rosa. Um das hier so ein bisschen ordentlich noch zu machen. Und hier verblende ich das Ganze nochmal so ein bisschen. Bin ich scharf oder unscharf? Ich bin scharf. Ich finde auch das Rosa wunderschön in Schimmer, das Braun. Wir tragen uns jetzt erstmal das Rosa hier auf. Das ist sehr interessant, muss man schon sagen, dass das auf einmal eine ganz andere Farbe gibt. Das ist so, kauf die Katze im Sack. Schaut mal, das gibt doch eine ganz andere Farbe, wie eigentlich in der Palette zu sehen ist. Es sieht rosa aus, wird aber grün. Das ist fast schon irre. Vielleicht ist das so eine Zauberfarbe. Mhm, ist es auch. Das nennt man Honung. Weil je nach Lichteinfall wird es hell. So, und dann, um das alles irgendwie zu verbinden, möchte ich einfach meinen Pinsel nutzen, der in einer braunen Farbe mal war. Genau. Und trage mir das. Oh, das ist so geil. Ich behalte auf jeden Fall die Palette. Sorry, Leute. Das Dunkelbraun nochmal. Und trage mir das hier so ein bisschen auf. Und auch hier. Das sieht einfach geil aus. Und dann benutze ich dieses, dieses bräunliche Etwas. Ich kann ja mal gucken, wie die Farbe... Wie gesagt, es ist ja ein Rosa, ne? Schaut mal, es ist ein Rosa, was aber auf einmal so anders jongliert. Und wenn man das mit dem Finger aufträgt, wird es noch ein bisschen intensiver. Sieht einfach geil aus als so Topper, ne? Und dann kann ich dieses Glitzer, Weiß, Gold, weiß ich was nehmen und einfach da drauf pressen. Aber das hält nicht. Wisst ihr, das bröckelt da einfach runter. Das ist echt mein Sorgenkind. Am liebsten würde ich Nabla fragen, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich muss mal ein Tutorial angucken, wie die anderen das machen, um einfach zu wissen, wie die Farbe nutzbar ist. Nee, also die Palette bleibt Fallout des Todes. Fallout des Todes. Und das kriegt man auch nicht mehr weg. Also das klebt so richtig an der Haut. Und das ist dieser Glitzerton. Das sind oftmals die Schimmernde. Auf der anderen Seite gar nicht so extrem wie hier. Ja. Und das ist eigentlich ready. Also es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, nein, das kaufe ich nicht mehr nach. Ein Eyeliner... Nicht so richtig an Lippenprodukten. Es ist schwierig, muss ich sagen. Ich behalte die Palette, gell? Habe ich es euch schon dreimal gesagt. Die finde ich toll, die behalte ich auf jeden Fall. Und ich werde mir auch sicherlich die andere auch noch zulegen. Die finde ich wirklich gut. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich finde es wunderschön. Ich war den ganzen Tag wirklich geschminkt. Dann so ein Lip Crubs Eye-Gedöns. Schaut mal. Es ist einfach nix. Es ist Capri. Mit Glitzer. Wer will denn Glitzer? Das ist irgendeine LE gewesen und ich, Eierkopf, dachte, das wäre so geil, als ein Scrub ist. Endeffekt
Bäh. Nein, brauche ich sowas nicht. Lip Scrub finde ich gut, aber nicht so, was so schmilzt. Ja. Also, Liquid Lipstick. Ich zeige euch mal. Eigentlich ist das echt eine tolle, tolle Farbe. Und zwar für mich so ein bisschen flopmäßig, weil sie einfach nicht lange halten. Sie halten weder beim Trinken lange, noch beim Essen lange. Ich musste dreimal nachtragen, in 9,5 Stunden oder 10 Stunden. Dreimal nachtragen, das ist nichts für mich, ja? Also, ich möchte mich wenig drum kümmern, wenn ich einen roten Liquid Lipstick habe. So sieht das Ganze dann aus. Wunderschön von der Farbe her, gefällt mir richtig. Natürlich nicht zu diesem Augen-Make-up, aber ich mag so gedeckte Rottöne sehr, sehr gerne. Und das geht so ein bisschen so ins Rot-Pink, aber eher dunkler. Echt eine tolle Farbe, keine Ahnung, wie sie heißt. Keine Ahnung. Ah, doch, Romantic heißt sie, glaube ich. So sieht die irgendwie aus. Ich muss sagen, aber irgendwie, diese Haltbarkeit hat mich einfach nicht überzeugt. Ich werde nicht weitere davon kaufen. Ich werde die behalten, weil ich sie... Sie riechen ein bisschen nach Pfefferminzbonbon. Kennt ihr After Eight? So riecht das ein bisschen. Mascara technisch habe ich, glaube ich, fast alle ausgezählt, die mir gar nicht gefallen. Ich glaube, die hier würde ich nicht mehr nachkaufen. Die habe ich jetzt von der Sunny bekommen, ist schon eine Weile her. Jetzt benutze ich die hier. Die würde ich nicht mehr nachkaufen, weil ich die andere besser finde. Schaut mal. Der Lippenstift wird auch so... der klebt meine Lippen richtig zusammen, wenn ich dann rede. Und der trägt sich nicht schön ab. Und wenn ich nochmal auflege, wird er dann so krümelig. Also ich musste dreimal auflegen in 10 Stunden. Das hat mich dann echt ein bisschen verärgert. So. Also, alle Produkte gehen. Bei dieser, ich finde sie gut. Ich finde aber die, nutze ich gerade, die kleine, genau, die hier. Die von Catrice finde ich einfach besser. Also das war erst mein Favorit, bis sie die rausgebracht haben. Die finde ich richtig toll. Dann finde ich an Mascara auch die Volumen Stylist toll. Und ja, The Little One, weil ich finde einfach diese kleinen Bürstchen, die können echt was. Also diese sind wirklich richtig, richtig gut. Ich mag das. Aber die wird dieses Jahr auch mich verlassen, weil... Ich kann sie keine 2 Jahre aufheben oder 1 Jahr. Ja, die Palette bleibt. Highlighter ist mir zu kühl. Highlighter ist mir... hab zu viel. Lippenstift behalte ich auch. Aber es ist halt kein Favorit. Das ist wirklich etwas, wo ich dann auch mal gucken kann im Spiegel. Wenn ich jetzt 10 Stunden auf der Arbeit nicht schauen könnte, würde ich den niemals drauf machen. Sonst würde er mir wahrscheinlich irgendwo hängen. Kuss echt ist er auch nicht wirklich. Also... Seht ihr das, was ich meine? Das ist voll anstrengend dann. Ja, Bronzer ist mir zu gelb. Die Blushes sind mir zu intensiv, zu glitschig. Jetzt können wir das ja mal gucken, was ich meine. Wenn ich dann ein bisschen an mein Gesicht rumgedatscht habe, ja, das mache ich seltenst, aber es kommt doch mal vor, dass ich vergesse, dass ich was drauf habe. Dann trägt sich das so ein bisschen ab. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, und dann trägt sich das so in die Poren. Mag ich gar nicht. Also wer das cool findet, diese Blushes, Halleluja. Ich freue mich für euch. Ich finde die Palette gut. Ja. Und ich finde eigentlich der Look gar nicht so schlecht, ja, von Weitem. Aber ich finde, wenn ich so nah dran gehe, ist mir einfach alles so viel zu glitzy. Mein ganzes Gesicht glitzert und nee, die Foundations sind auch nichts. Wobei bei der, vielleicht behalte ich die, um die zu mischen, weil ich nochmal eine hellere davon habe für den Winter. Aber die hier mag ich nicht so. Die ist auch ein paar Mal nur verwendet, wie ihr seht. Ihr seht wahrscheinlich nichts. Vielleicht 3 Mal benutzt. Die darf auf jeden Fall gehen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir mal bitte Feedback, ob ihr weitere Videos solche sehen wollt, weil dann das ist ja was man schon hat und eigentlich nicht braucht, ne? Vielleicht freut sich jemand anderes drüber oder, ja. Und ich kann meine Schminksammlung ein bisschen verkleinern. Ja, haben wir Win-Win-Situation.
Also gut, ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ciao!